neue Balldeformationen, neue Haaranimationen und vieles mehr kommt zur FIFA 21 Next Gen Version. Und wir gucken uns diesen Trailer dazu jetzt an. Es gab schon News von mir, aber ich durfte noch kein Bildmaterial zeigen. Jetzt gibt's Bildmaterial, deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Aber bevor wir das Ganze analysieren und vertiefen, natürlich erstmal der Teaser für euch in Full HD. Sollte, lasst einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo würde mich sehr, sehr freuen. FIFA kommt ja jedes Jahr raus, kann man feiern oder nicht, aber das bedeutet auch, dass der Onkel Dico jedes Jahr für euch da ist und ich würde mich so freuen, wenn wir irgendwann mal die 100.000 Abonnenten knacken würden. Ja, das wäre einfach ein mega, mega großes Kino, vielleicht 2030 oder sowas bei diesem Tempo, was wir hier hinlegen, und ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns ein bisschen in der Gemeinschaft, in der Community vergrößern, weil dann kriege ich auch ein größeres Ohr von EA, um euer Feedback natürlich denen mitteilen zu dürfen. Das klappt heute schon ganz gut, aber ich glaube, wenn wir noch größer wären, würde es noch besser gehen. FIFA 21 kommt auf der Next Gen raus am Freitag, dem 4. Dezember. Wer die PlayStation 4 oder die Xbox Series X oder S besitzt, kann also, falls er FIFA 21 schon hat, kostenlos updaten und diese ganzen wahnsinnigen, coolen Neuheiten eben austesten und genießen. Ihr habt gerade den Teaser gesehen. Vielen Dank an EA Sports und an das EA Game Changer Programm, dass ich die große Ehre habe, einer der wenigen Content Creator auf der ganzen Welt zu sein, der dieses Social Media Material, was ja wirklich nicht wirklich gut zu analysieren ist, weil es wirklich so hingematschte Internet-Informationskonvertierung ist, in Full HD bekomme, also auch noch in 16:9, und wir können das in Ruhe anschauen. Das finde ich richtig geil. Vielen Dank dafür, EA. Und jetzt geht's damit los. Gibt natürlich jetzt so Bilder, die ich einfach euch nur zeigen will. Deswegen rede ich kurz darüber. Ihr könnt euch das angucken, weil zum Beispiel Joao Felix, ich weiß es nicht, wir haben ihn jetzt schon so oft uns angeschaut. Da brauche ich jetzt nicht eine Analyse machen, sondern einfach wir... Ja, ich zeig's. Es geht einfach darum, dass ihr die Bilder sehen könnt, ne? Die poste ich auch ab und zu bei meinen Social Medias natürlich noch. Wenn ihr also Bock habt, da vorbeizukommen, würde ich mich mega freuen. Instagram und Twitter bin ich absolut mega fett aktiv. Facebook gibt's auch ein bisschen was. Twitter bin ich eigentlich gefühlt stündlich unterwegs. Gefühlt nur. Instagram gibt's auch ganz viel. Schaut vorbei. Link in der Videobeschreibung. Wäre ganz nice. Also, Joao Felix haben uns hier angeguckt, aber wir wollen ja ein paar Sachen uns ein bisschen angucken und vertiefen, die ein bisschen spannender sind als jetzt nochmal ein Gameface von einem Spieler, den wir schon 300 mal uns angeguckt haben. Zum Beispiel, Leute, gibt es ein neue Körper-Spieler-Art, die eben jetzt noch realistischer wirkt. Erstmal der Körperbau, ganze Animationen, es gibt ja 700 neue Animationen, gibt dem Spiel, gibt dir auch einen besseren Flair, dass der Spieler mit dem Ballkontakt oder der Spieler gegen den anderen Spieler, also deiner gegen den anderen, sich besser anfühlt und die Kontakte geiler sind. Das ist jetzt mehr Realismus. Wie viel müssen wir testen? Wie gesagt, ich habe keine neue Next-Gen-Konsole bekommen bisher. Sehr, sehr schade. PlayStation 5 einfach, ihr wisst, wie das Thema mit der PlayStation 5 ist. Deswegen, ich bin sehr, 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 sehr traurig, dass ich ab Freitag euch das nicht präsentieren kann. Und es ist natürlich, das muss man offen drüber reden, auch für mich ein kleiner Schaden. Ja, Konkurrenzschaden, sage ich mal so. Finde ich sehr schade. Freitag wäre so geil gewesen, so einen richtig fetten Stream zu machen und wir uns alles gemeinsam angucken. Aber da fehlt mir einfach die PlayStation 5. Lange Rede, wenig Sinn. Wir gehen zum nächsten. Und da kamen wir wieder ein Gameface, nämlich Mbappé, und ich wiederhole mich da, deswegen machen wir es ganz schnell. Ich finde sein Gameface einfach nie optimal, dieses Spiel zu präsentieren, weil es sieht einfach immer aus wie ein Babypopo. Aber gut, wenigstens sehen wir hier nochmal die Haare, wie geil die sind, und es sieht ja nicht schlecht aus hier mit diesen ganzen Falten und so, aber ich glaube, so, so neu sind jetzt Falten im Gesicht nicht, obwohl die kommen jetzt neu vor. Das hier ist relativ alt, aber die Strukturen sehen schon ziemlich cool aus und ich bin da echt gespannt, wie es sich weiterentwickelt bei FIFA 22 und 23. Da müssten wir schon auf ein geiles Level kommen, muss man schon sagen. Auch hier nochmal Gamefaces anzuschauen, Leute. Alderweireld haben wir hier so ein bisschen unscharf, ich habe es leider nicht schärfer hinbekommen, und Loris sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Das ist jetzt kein explosionsartiges neues Gameface, meiner Meinung nach.
aber es ist schon echt in Ordnung. Stoppelhaare wirken halt jetzt so wie die Current-Gen-Barthaare, aber dafür sind ja die Vollbarthaare oder so der absolute Hammer. Das ist so krass, das seht ihr gleich noch. Ey, da, ganz ehrlich, da gehst du ab wie Flitzekacke, das ist so krass. Dann, hier, guckt euch dieses Gameface mal an. Und jetzt, Leute, ohne Witz, man kann jetzt wieder viel drüber reden, hochgerendert für Trailer und so, aber einiges davon ist wirklich real aus dem Spiel, ja. Man kann jetzt ein bisschen von mir aus das Niveau ein bisschen runtersenken, die Erwartungen Tickchen runtersenken, sagen, okay, das wird 10-20% schlechter aussehen auf meiner Konsole, aber wir sind auf einem guten Level. Und es gibt auch User, die haben super Fernseher oder Monitor, Gaming-Monitor, die haben super Kabel, die haben eine Next-Gen-Konsole, die können eher davon reden, wieso, bei mir sieht das genauso aus, ne? Also, es ist immer so eine Sache, wie bei sich die Geräte auch so ein bisschen sind. Auch das Thema Server ist immer so eine Schwierigkeit, aber das ist jetzt was anderes, was wir heute hier nicht ansprechen werden. Jetzt kommen wir zu einem geilen Bild, wenn wir uns das mal anschauen, Leute. Gut, Joao Felix, wie schon angesprochen, sehr oft besprochen. Ich finde, ich liebe diese Haare, ne? Und ganz ehrlich, Leute, es ist jetzt voll das falsche Thema, aber ich bin auch ein kleiner Sims-Fan, ja, kennt ihr Sims, ja, auch von EA? Könnt mir so ein geiles Sims 5 vorstellen oder andere Spiele. Von mir aus reden wir von GTA 6, das ist nicht EA, das ist Rockstar Games, aber überlegt euch mal, was noch alles passieren wird auf dieser Next Gen, auch von anderen Publishern und Entwicklerstudios. Wenn ich alleine schon solche Haare sehe, Junge, Junge, Junge. Gucken wir uns das mal an, weil Surares, der hat hier sein Tattoo, der hat hier seine Haare und so weiter. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen negativ auffällt, sind die zusammengewickelten Haare von Sergio Ramos. Die wirken immer noch so ein bisschen Matschebrei hier. Und der Bart zum Beispiel von Alisson, den wir uns gleich angucken, oder den ich schon mal sehen durfte von Messi, sehen auch detailreicher aus als das hier von Sergio Ramos. Aber er sieht wirklich nicht schlecht aus, Leute. Das kann man nicht abstreiten. Hier im Hintergrund auch nochmal so ein bisschen die anderen Gamefaces, aber leider von hinten. Ja, müsst ihr euch selber sagen, wie ihr das Ganze findet. Auch hier wieder Gameplay, so wie in den letzten Videos. Guckt euch die anderen Videos auch an, wenn ihr Bock habt. Ich finde, und da wiederhole ich mich einfach immer wieder, ich finde, man sieht schon einen nächsten Schritt. Ich würde jetzt nicht das Wort sagen, ein Next Level, weil Next Level bedeutet für mich revolutionär, bedeutet für mich wow, aber man sieht einen nächsten Schritt. Ich glaube, so ein bisschen Next Level und revolutionär wird es bei FIFA 22 und dann ist noch so die Frage, wie es wirklich aussieht am Ende zu Hause. Es ist Gameplay-Material, wir sehen es hier, es ist nicht irgendwie hochgerendert oder so. Ich bleibe dabei, farblich und belichtungsmäßig besser aus als die aktuelle Current-Gen FIFA 21 Version, die ich auf der PlayStation 4 spiele. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Verhältnismäßig kann ich es leider noch nicht testen. Ihr wisst warum. Kommen wir zu einem weiteren Schritt, weil ich wollte hier mal so ein bisschen gucken. Die Torwart-Animation ist jetzt auch so eine Geschmackssache. Könnt ihr selber mal sagen, wie ihr das findet. Aber okay, da ist jetzt, jetzt auch nicht so der Oberknaller, ne? Aber trotzdem, dass ihr noch so einen kleinen Eindruck bekommt. Ich finde auch so von den Körperhaltungen bei den Schüssen wirkt das nicht anders da wie bei der Current Gen. Wir müssen auch mal was kritisieren und auch mal sagen, ja, alles ist auch nicht toll. Die Schüsse sehen jetzt auch nicht wirklich Next Level aus. Ihr habt es gerade schon gesehen. Und zwar, Leute, ich krieg da wirklich einen, ich weiß auch nicht, was ich da kriege. Aber Leute, guckt euch diese Haare von Alisson an. Endlich kann ich sie euch zeigen. Und als ich damals im Briefing von EA dabei war und die haben dieses Bild hier in der Bewegung gezeigt. Ihr habt sie auch gerade in Bewegung gesehen. Leute, ich bin so ausgerastet im positiven Sinne. Ich war da mit Mund offen. Er ist so krass, guckt euch diese Haare an. Die sind einfach einzeln und die bewegen sich, wie ihr seht. Und dieser Bart, Digga, dieser Bart. Wenn jetzt noch so eine neue Spielerkarriere kommen würde, ne? Und du kannst dich selber entwickeln oder erstellen halt in dem Sinne. Mit so einem Bart. Also tut mir leid, Leute, wenn ich das hype. Ich weiß, es sind nur Haare. Viele schreiben mir auch bei Twitter, sieht man doch eh nicht, so ein Schwachsinn oder so. Oh, ich kann es bald nicht mehr hören. Man sucht immer irgendwas zum Meckern und zum Heulen. Da krieg ich wirklich Dünnpfiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Spiel ist nicht perfekt. Ja, ich habe am Wochenende auch wie ein Verrückter geraged bei der Weekend League. Ja, ich verstehe euch. Aber dass man alles immer so schlecht in den Dreck ziehen muss, es ist wirklich, es ist ein Geheule, das ist unglaublich. Ich finde diese Haare geil. Wie viel man davon sieht, ist eine andere Sache. Karrierezocker werden das lieben, weil die genießen nämlich Sequenzen. Foodzocker sind schnell, schnell, oh, Panik, ich brauche gewinnen, Sieg, 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 Druck, Druck, Druck. Ja, Foodzocker haben davon nicht so viel. Die Karrierezocker sind genau das Gegenteil. Die sind entspannt, die genießen das, die schauen sich die Sequenzen an, die können das richtig feiern. Ja, die sind die leidenschaftlicheren, würde ich mal so aus ganz netter Freundlichkeit sagen. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, ne, der jubelt hier, Leute, guckt euch dieses Bild doch einfach mal an.
Man kann das doch nicht abstreiten, dass das nicht geil ist. Also mal ganz ehrlich, oh, wie viel wir jetzt in Food erleben werden, okay, ist eine Sache. Aber es sieht wirklich schon echt geil aus. Guckt euch dieses Bild mal an hier mit diesen ganzen Details und so weiter. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie so ein Messi dann aussieht. Oder andere, die so einen Bart haben. Oder die so ein Ronaldinho oder so ein Hullet, wenn die so diese Haare haben. Da bin ich mal sehr gespannt. Oder die Ladies auch, Frauenfußball. Das muss ja auch ziemlich krass dann sein, mal ohne Witz. Bei dieser neuen Technik, die die Frostbite Engine zur Verfügung stellt, bei der Next Gen, dass da mehr Haare einzeln generiert werden können, die Schattierungen anders sind, dass es einfach so wirkt, so realistischer wirkt, ne? Also das muss ich schon sagen, tut mir leid, wenn ich das zu viel hype, aber da bin ich wirklich einfach gehypt. Ist einfach so. Hier können wir uns auch mal ein paar andere Haare ansehen. Hier Marquinhos, Leute, da sehen wir auch so wieder den Bart. Hier von der Winkel her sieht es ein bisschen matschiger aus, aber ich glaube immer noch gut. Guckt euch mal die Locken an. Es sieht auch wieder sehr detailreich aus. Mbappé kennen wir schon tausendmal, aber Kimpembe könnt ihr ja mal sagen, sein Blick ist auch der Oberknaller. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das findet. Leider sieht man jetzt hier keine, wie sagt man, Kontur. Um da so ein bisschen nachzuvollziehen, wie detailreich die Haare sind, durch das Weiß auf Weiß. Aber ist schon nicht schlecht, Leute. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Haare. Wir hatten jetzt nur die Haare in Detail uns angeschaut. Jetzt schauen wir uns das nochmal in der Animation an. Guckt euch mal an. Also es ist ein Abstoß in der Nahaufnahme. Klar, bei Food sehen wir sowas selten, aber ich glaube trotzdem, es gibt auf dem Platz gleich automatisch einen besseren Realismus-Look, auch wenn man das kaum wahrnimmt mit einer Koop-Kamera oder so. Trotzdem, hier macht er den Abstoß, Leute, und dann sehen wir, seine Haare sind erstmal so, ja, normalo. Und wenn wir jetzt ein Bild weitergehen, guckt euch das mal an. Und ganz ehrlich, ich hatte mal lange Haare, jetzt habe ich nichts mehr. Ich bedanke mich am lieben Gott, der sich entschieden hat, irgendwie mir lieber so eine Gene zu geben, die mir den Haarausfall, das ist natürlich bei mir, Leute, das hat nichts mit anderem Kram zu tun. Das ist ja, viele Männer kennen ja dieses Problem. Und ich hatte auch mal so Haare und ich weiß ganz genau, als ich Fußball mit diesen Haaren gespielt habe, genau so waren die bei mir auch unterwegs. Und das sieht einfach geil aus. Guckt euch das mal an. Ja, so zack, schießt, ist in dieser Körperbewegung mit diesem ganzen Druck, mit der Vibration, bewegen sich die Haare halt so mit dem Wind und so weiter. Und dann gehen die halt wieder zurück. Guckt mal, Leute, dass so alleine schon so ein paar Haare einzeln noch simuliert werden, dass die so sind. Das ist einfach irre. Vorher war das ein so ein Haarklotz auf dem Kopf. Jetzt sind das so einzelne Haare, wie die da hochstehen. Brutal, ne? Brutal. Und guck mal, wie es dann so ist. Dann hat er sogar hier noch so ein paar im Gesicht, ja. Das ist... Also muss ich sagen, Leute, für mich sind die Haare der absolute Winner. Ich kann das ja nochmal so schnell machen. Oder hier Haaland, Leute. Haaland, auch richtig krass. Und ganz ehrlich, jeder, der von euch Haare noch besitzt, der weiß das auch, wenn man rennt, dass man manchmal, wenn man ein gutes, fülliges Haar hat, dass man das auch spürt, das Ding, Ding, Ding macht. Also ich bin mir sicher, dass von euch viele fülliges, schönes Haar haben. Gönne ich euch, dass man das auch wirklich spürt. Und das finde ich halt so mega geil irgendwie. Bim, bim, bim. Dass man so sieht. Und ich finde, das gibt halt auch mehr Realismus. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja, bei Food erlebt man das nicht so viel. Aber es geht halt nicht immer nur um Food, Leute. Es gibt ja auch Karrierezocker. Es gibt ja auch Volta-Zocker. Mag man fast nicht glauben, aber ist so. Es gibt viele Zocker. Es gibt hier Pro-Clubs-Zocker. Ja, ob die jetzt so viel erleben, weiß ich jetzt auch nicht auf dem Platz. Aber trotzdem... Es macht halt viel aus, finde ich. Und wir alle beschweren uns immer, dass es alles nicht realistisch aussieht. Jetzt kommt mir optischer Realismus. Dann beschweren sich schon wieder alle. Also ganz ehrlich, und wenn EA das beste FIFA aller Zeiten mit den geilsten Servern dahin klatscht, ich schwöre auf mein ganzes Leben, die FIFA-Community bleibt im Heulmodus. Ich schwöre. Die finden immer was. Die finden absolut immer was. Das ist schon fast lästig. Weiß, was für Probleme wir haben. Ich war auch am Sonntag so sauer am ersten Advent auf die Server und hatte so viel Delay und habe geraged wie ein Bekloppter. Ich verstehe euch mega gut. Ich kann es nachvollziehen. Aber ich bin auch trotzdem nicht so, dass ich jeden Tag dann nur rumheul. Ganz ehrlich. So, Ansage ist dann damit mal raus. Wir schauen uns jetzt mal was Neues an. Nämlich die Muscle oder die Muskelflex, Leute. Was jetzt auch wieder nur... an sich mehr Realismus in der Optik bietet, aber im Spiel, im Gameplay nicht so viel. Und das ist, dass jetzt die Beine nicht mehr wie Lauch oder wie Stangen aussehen, sondern es gibt jetzt realistische Animationen der Muskeln. Und ich denke auch, dass man, egal so eine Kameraperspektive man hat, gut bei Koop, weiß ich nicht, dass man das Ganze so ein bisschen wahrnimmt. Ihr seht jetzt hier die Beine, den Ball, ja, und dann seht ihr, guck mal, er schießt und logischerweise, wo manchmal finde ich die Muskeln so ein bisschen so The Rock-mäßig, ja, so ein bisschen zu krass. Also hier, da seht ihr, da wird jetzt Kraft ausgeübt an dem Muskel. Das hat man vorher nicht. Guck mal hier, wie das jetzt hier aussieht. Diese ganze Schattierung, diese Kontur, all das jetzt mehr muskelmäßig. Hat man auch übrigens an den Armen, aber die Beine sind der Fokus. Und das ist schon ziemlich cool. Hier haben wir es zum Beispiel auch.
Ja, erstmal sieht das von der Struktur ganz okay aus und ihr wisst ja, bei den aktuellen Current Gen ist es einfach ganz normal. Alles so ein bisschen, ja, matschig, platt und so weiter. Eigentlich ungefähr so wie hier mit keiner Veränderung. Aber wenn ihr dann weiterspielt, guckt euch mal, was da für eine Entwicklung entsteht. Jetzt sieht man hier wieder, dass die Schattierung kommt, die Muskulatur und so weiter. Ob das jetzt sehr realistisch aussieht oder nicht, da können wir uns drüber streiten. Ich bin auch manchmal so ein bisschen gespaltet. Aber ich finde es trotzdem cool, dieses Detail. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar schreiben, sieht man doch eh nicht oder so. Aber wie gesagt, im Gesamtpaket wird man das doch dann schon sehen mit den Haaren, mit den Muskeln und so weiter. Ihr habt es gerade schon gesehen. Hier Thorgan Hazard, Leute. Dortmund, könnt ihr auch nochmal sagen, wie ihr das Ganze findet. Er sieht aus wie so eine Lauchstange hier so ein bisschen. Ein bisschen matt auch. Aber trotz all dem, guckt euch mal dann an, wenn er dann den Ball, also wenn der Muskel Druck ausübt, wie das dann da aussieht. Schöne Oberschenkel, lecker zum Braten. Also sieht hier meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig aus. Hier aber ansonsten im Großen und Ganzen, ich guck mal auch hier, er hat so rote Knie, was ich halt auch irgendwie ganz interessant finde. So dem Motto, er hat kein Tor gemacht und auf dem Rasen gegrätscht, weil hier auch so ein bisschen Dreck ist. Finde ich dann auch schon wieder so einen Ticken ganz geil, muss ich sagen. Haaland, auch ein geiles Bild. Hier mit den Haaren, Muskulatur ist gerade so okay hier, ne? Es ist wirklich ein cooles Bild, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die erstmal ausgelacht wurde bei den Social Media. Aber ich habe mich erkundigt, ein bisschen mal geforscht und das Lachen war mal wieder zu früh gelacht, weil man natürlich mal wieder versucht hat, in der FIFA-Community erstmal EA schlecht zu machen. Es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen pro EA bin, aber manchmal geht es mir auf den Sack, dieses Geheule. Man kann ja mir Feedback dalassen, man kann bei Twitter Feedback dalassen und das kann man ja dann versuchen weiterzugeben. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Feedback und jeden Tag alles in den Dreck ziehen. Das ist einfach ein fetter Unterschied, weißt du? Es gibt so Accounts, die ich bei Instagram und bei Twitter schon länger beobachte und ich denke, egal was ich poste, es ist immer ein Geheule drunter. Ja, das ist so lästig. Wenn man aber natürlich mal mir schreibt und sagt, Dico, guck mal hier, bla bla bla, dann sag ich, ah ja, ja, danke dir. Und das sauge ich ja auch auf. Bin ja nicht so blöd und ignoriere euch, sondern ich sauge das Ganze auf und teile das ja auch EA mit. Aber wenn dann so ein Account jeden Tag zu jedem Post was Negatives irgendwie hinschreibt, boah, Digga, es raubt Energie. Also ich als Entwickler hätte bei EA so gar keinen Bock mehr, mir überhaupt Mühe zu geben. Sag ich euch ganz ehrlich. kommen wir also jetzt zur Balldeformation, die ich euch auch schon öfter und erklärt habe, aber noch kein Bildmaterial hatte. Wir haben jetzt also hier Haaland. Wer sich den Trailer angeguckt hat, den Teaser, der weiß, es war eine sehr kräftige und schnelle Situation. Und es sieht dann so aus. Viele haben jetzt gesagt, Moment mal, wie sieht denn da der Ball aus? Ist ja voll unreal. Und haben sich da ein bisschen drüber amüsiert. Und ich muss aber sagen, Leute, es ist eine Situation, wo der Ball sehr schnell ist. Es ist ein Volley. Und wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, was für eine Kraft dahinter ist. Und dann macht so eine Balldeformation schon Sinn. Jetzt sagst du, Schmarrn. Ich habe mal im Internet ein bisschen gegoogelt, Leute, und guckt euch das mal an. Hier zum Beispiel kriegt der Braczynski hier einfach mal so einen richtig fetten Schuss in die Fresse und guckt euch mal, wie der Ball dann aussieht, als wäre der in der Mitte abgesägt. Ja, also so sieht der ein bisschen aus. Wenn also der Ball viel, viel Druck hat, kann der sich schon so deformieren. Man sieht ja auch im Trailer oder in anderen Trailern, guckt euch das mal an auf meinem Kanal von der Next-Gen-Version, dass ganz oft der Ball sich gar nicht verändert. Ja, also es ist nicht so, dass jetzt in jeder Situation der Ball hier so krumm und schief aussieht, sondern es liegt an der Drucksituation, die da gerade stattfindet mit Haaland. Wenn wir uns jetzt die nächste Szene ansehen, habe ich aus dem Internet rausgefunden, da könnte man jetzt auch wieder denken, hä, da ist doch die Luft raus. Aber der Kerl hat eine Zeitlupenaufnahme machen wollen von einem Freistoß und habe ich dann dieses Bild rausgepickt. Und da siehst du mal, wenn der Ball mit dem Fuß in Kontakt steht, mit viel, 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 viel Kraft, wie dann das Ganze aussieht. Und das sieht fast aus wie bei FIFA, dieses echte Bild, wie ihr hier bemerkt, ja. Also es ist möglich. Ich wollte nur mal kurz die Ehre von allen nehmen, die erstmal darüber gelacht haben. Und euch einfach mal zeigen, es ist nicht unrealistisch. Und ich habe ja viele, viele Bilder gesehen und habe mich gefragt, hä, warum sieht man da diese Balldeformation nicht? Hä? Weil einfach da der Druck und die Kraft gar nicht so präsent war, wie in dieser Szene mit Haaland. Und die hat EA natürlich ganz klar so gezeigt, dass man nachvollziehen kann, was in dem Spiel von dem Realismus der Ball
an sich zur Verfügung steht. Und ich glaube aber zu wissen oder so, dass diese Balldeformation nicht wirklich Auswirkungen auf dein Spiel hat. Na klar, verhält er sich nochmal ein bisschen anders da, aber wir wissen ja, diese Ballphysik, dieses random Gedönsel, diese Zufallsfaktoren, oh, ich kann's bald nicht mehr, ich halte es bald nicht mehr aus. Aber so ist das nun mal. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare dazu schreibt. Ich habe in Absicht solche Bilder rausgesucht, um euch einfach auch mal zu sagen, es ist nicht ganz so unreal. Vielleicht nicht perfekt, aber es ist nicht ganz unreal und ich finde, es ist eine geile neue Entwicklung, die man weiterentwickeln kann. Ich feiere das. Hier haben wir nochmal ein Bild, Leute, was ich euch zeigen wollte. Einmal kurz Sava. Kriegen wir gleich noch ein bisschen Gameface. Und was ich auch cool finde, ist hier die Haare, Leute. Auf dem Platz, ja. Ja, jetzt kommt wieder diese, sehe ich doch eh nicht. Aber guckt euch mal wieder diese Details an. Alleine schon diese Belichtung, die da wieder kommt von der Frostbite Engine. Diese einzelnen Haare belichtet, dass da eine Schattierung und Reflexion entsteht. Dass du da diese Perspektive und diese Schärfe hast. What the fuck? Weißt du, was ich meine? Das ist so krass. Also es fällt mir zumindest auf. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und hier haben wir noch ein bisschen kurz Sava. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das Gameface findet? Es sieht irgendwie, ja, ist ein bisschen unscharf. Aber sieht irgendwie nicht so schlecht aus, finde ich. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Hier haben wir nochmal Halli. So krass, der Typ wird nochmal so eine irre Typ. Das wird einer der besten Stürmer in unserer Zeit. Also, was der schon jetzt leistet, ist nicht mehr normal. Mal gucken, wie lange Dortmund den halten kann. Muss man auch mal zu sagen. Guck mal, hier haben wir im Hintergrund auch nochmal ein Gameface, le? Wenn euch das interessieren sollte. Mehr brauchen wir dazu jetzt auch nicht mehr analysieren. Und hier haben wir wieder so ein Big Goal Moment. Da seht ihr, dass da irgendwo, wo auch immer die herkommen, ach, die machen sich da gerade warm oder wo kommen denn diese Reservespieler plötzlich her? Da ist ja nicht mal eine Bank. Das sehe ich jetzt erst. What the fuck? Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch nochmal so ein fetter Jubel. Ich weiß nicht, ob die Fans sich noch updaten, weil irgendwie sind die mir hier zu langweilig. Da müsste mal Konfetti noch fallen und was weiß ich was. Bier auskippen. Das wär mal bei FIFA 22 das Next Level. Pyrotechnik, beziehungsweise diesen Pyrosmoke hat man wohl noch nicht hier verraten. Kann sein, dass jetzt demnächst noch ein Video von mir kommt. Nein, es gibt so viele Videos gerade, ey. Ist irre mit Analyse. Wo dann auch das EA noch präsentieren wird. Dann machen wir dazu natürlich auch noch ein Video, weil das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, weil das ist auch nochmal cool. Die Frage ist nur, wird das auch während des Spiels passieren oder nur, wie ich schon sagte, Anfang eines Spiels? Auch hier nochmal diese neue Kameraperspektive, was ich einfach sowas von feiert, dieses ganze Stadion aufzusaugen. Wieso immer nur Jubel haben in der Nahaufnahme? Ganz ehrlich, ich persönlich als so ein Fußballfan, der auch gerne Trailer baut und so und dann immer gerne Sequenzen rauspickt, feier solche Kameraaufnahmen, wo du das ganze Stadion aufsaugen kannst und siehst unten den Jubel, du siehst sogar noch, wie die Gegnermannschaft enttäuscht ist. Das feiere ich sogar noch viel, 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 viel mehr und ich hoffe, dass das nicht nur für den Trailer ist, aber EA hatte bei Twitter gemeint, dass das neue Stadionumgebungen sind und ich gehe davon aus, dass diese Kameraperspektiven auch im Spiel sind. Wir hatten es leider sehr oft schon in den Trailer, dass das coole, coole Kameraperspektiven gab vom Stadion und dann im Spiel gar nicht waren. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig in der ganzen Geschichte. Ja, das war das Video mit der Analyse. Ging ein bisschen länger, aber war jetzt auch nochmal einer der wichtigsten Punkte überhaupt zur Next-Gen-Version FIFA 21. Muss man ganz ehrlich sagen, es kommt wahrscheinlich noch ein paar Sachen. Also es gäbe noch ein paar Sachen. Ob noch was kommt, weiß ich nicht. Hat mir ja jetzt nicht verraten. So wie die mit diesem Smog, also mit diesem Pyro Rauch, das kann ich euch noch nicht sagen, aber das mit den Haaren, mit der Balldeformation und mit den Muskeln, das war grafisch noch mit dem neuen nicht neuen Belichtungssystem, aber implementierten Licht, das war so ein bisschen dieser neue hammerkrasse Teil der Optik und ich bin gespannt, ob ihr das feiert. Gameplay-technisch ändert sich da nichts. Mal gucken, ob da EA noch was rausballern wird. Dann gehen wir auch da in die Analyse. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der Länge. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Das wäre wunderbar. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos oder bei twitch.tv/decotainment. Macht's gut. Ciao.